Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15, die Champions League. Heute mit unserem ersten Freundschaftsspiel, dem ersten Testspiel mit dem FC Barcelona gegen Sampdoria Genua. Ich denke mal, so würde das alles ganz gut klappen. Und wir müssen wieder umstellen, weil wir haben jetzt einen Stürmer, Pedro, wieder raus. Dafür kommt der gute Harry Kane rein. Gündogan möchte ich einmal mitnehmen für den guten Vermaelen. Und Piszczek statt Adriano Mathieu kann drinnen bleiben. Rafinha haben wir hier noch. Roberto, stimmt. Roberto wollte spielen. Rein statt Rafinha und Munir natürlich raus, dann bekommt Pedro rein. Roberto wollte einmal spielen, zentrales Mittelfeld für den guten Ivan Rakitic. Komm, erstes Spiel. Gebt der Jugend eine Chance. Im Camp Nou, erstes Heimspiel. Das wird was Besonderes. Hier sehen wir Neymar. Diese Technik, ich bin gespannt, wie die Jungs sich jetzt spielen werden. Neymar sieht schon mal gut aus. Es geht los, Freunde. Freundschaftsspiel FC Barcelona im Camp Nou gegen Sampdoria Genua. Also bereit, Harry Kane sehen wir hier. 21 Jahre Stürmer gekommen von... ich habe nichts gedrückt. Komischerweise hat er die Aufstellung nicht angezeigt. War interessant. Gekommen vom Tottenham. Mal sehen, wie er sich so schlägt. Messi jetzt hinterher erstmal. Messi. Vorsichtig. Piqué und Marc-André Ter Stegen. Unsere Nummer 1. Ich möchte lieber ihn statt Bravo spielen lassen. Neymar. Barça kombiniert fröhlich. Mit Neymar über seine linke Außenseite. Neymar mit der Flanke in den Rücken. Und das ist Kane. Und das ist der Pfosten. Erste Chance für Harry Kane. 6. Minute. Schön genommen. Hat sich da super durchgesetzt. Aber am Ende kein Tor für unseren neuen Stürmer. Der übergangsweise für Luis Suarez spielt. Macht er gut, Roberto. Wollte ja spielen, der junge Mann. Kriegt seine Chance und hat das jetzt gerade gut gemacht. Das ist Messi. Wollte zurückspielen auf Kane. Gedeckball. Kurz ausgeführt. Piqué ist da. Oh, gibt noch Maika. So war das nicht geplant. Ich wollte eigentlich zurücklegen auf Roberto. Hier Harry Kane, zwei Schüsse. Einmal nach da hinten. Das ist Neymar. Der kommt natürlich nicht ran. Der ist nicht das größte Kopfballroller. Okakachuka gegen Dani Alves. Immer noch Okakachuka. Bergessio. Okakachuka. Dani Alves. Schlechter Pass. Barca. Jetzt unter Druck. Der Ball aber zu ungefährlich. Geht Abstoß, Sergio. Roberto hier gerade zu sehen. Alba gegen Okakachuka. Das ist Andres Iniesta. Neymar. Harry Kane. Oh, Rizzo. Lulic auf De Vitis. Aqua und Lulic. Sampdoria versucht offensiv doch einiges zu reißen, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist. Flanke-Möglichkeit, Piqué, easy, Ter Stegen klärt. Und Harry Kane, Kopfball nicht gut. Viel Druck, das ist kein Foul von unserem guten Sergio Busquets. Messi kriegt er nicht. Einwurf, weiter Einwurf, Messi wollte dahin, da war zu klein. Davidis. Ball in die Mitte, das ist Aqua. Okaka.
Lulic und Jordi Alba passt auf. Super. Jetzt die Kontochance über Neymar. So hat man es dann ja auch im Champions League-Finale gemacht. Gegen Juve. Über Conte. Neymar zurückgelegt. Und das ist die Chance. Messi. Golasso. Ich kann es mir nicht verkneifen. Es gehört einfach zur spanischen Liga dazu, dieses Golasso. Kane versucht es, dann prallt der Ball irgendwie zu Messi. Der geht einfach vorbei. Ganz einfach, hier geht er vorbei und schiebt den mit dem schwächeren Rechten rein. Erstes Tor in diesem Testspiel für Leo Messi. Barca führt. So wie sich das standardmäßig gehört. Oh, kacke. Bergessio, aber Sampdoria. Die sind heute hier keine schlechte Mannschaft. Oh, Kaka, super mit der Hacke gespielt. Das ist Bergessio, das ist Piqué. Der muss aufpassen. Gibt Abstoß. Gut gemacht, Leo Messi. Ein Schuss, ein Tor. Anders kennt man es nicht von ihm. Alba, Jordi Alba. Flügelwechsel. Das ist Piqué. Das ist Roberto. Das ist Kane, der den Ball gleich weiterleiten wollte. Aber, oh, das wäre jetzt gut aufgepasst von Sergio Busquets. Roberto, das ist Messi, das ist wieder Roberto. Der holt sich gut den Ball, der macht kein schlechtes Spiel. Will auf sich aufmerksam machen. Messi. Messi. Immer noch Messi. Messi. Messi mit dem Chip. Busquets. Oh ne, Dani Alves. Roberto. Iniesta. Und Busquets. So viel da los gewesen. Jetzt aber der Konter von Sampdoria über Aqua. Oh, Kaka. Und Bergessio. Immer noch Bergessio. Lulic, Roberto. Passt wieder mal wunderbar auf. Jetzt Leo Messi auf Harry Kane. Der macht ein gutes Spiel. Messi. Der macht immer ein gutes Spiel. Leo Messi. Leo Messi. Ah. Steht er im Weg, der Verteidiger, schade, Divitis, Roberto wieder hinterher, Bergessio, Dani Alves, gute Balleroberung, Dani Alves über die rechte Seite, der Brasilianer jetzt mit der Chance, Dani Alves mit der Flanke, abgeblockt, da wollte ich auf Kane flanken, dass der einfach nur einen Köpfen braucht. Alba jetzt einmal über den ganzen Platz gesprintet, über auf die andere Seite. Das ist Dani Alves jetzt. Gute Balleroberung wieder. Leo Messi. Messi. Di Silvestri. Hat aufgepasst. Einwurf. Alves und Messi. Messi mit der Flanke. Das ist Kane. Kommt nicht ran. Iniesta zu klein. Also Ball für Mascherano. Busquets. Alves, Roberto, müsste durchstecken. Dani Alves, nochmal Roberto. Iniesta, oben Neymar, Neymar. Ball erstmal geklärt von Genua, aber der kommt sofort wieder zurück. Über Iniesta, der Ball war schlecht. Der Pass war schlecht, der liegt Okaka wahrscheinlich. Ist das Okaka, der am Boden liegt? Wahrscheinlich. Busquets hat den Ball. Neymar. Harry Kane, Roberto und den Dani Alves. Dani Alves abgeblockt, Messi holt sich den. Messi, 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 Messi. Ah, wollte Messi zurückspielen auf Roberto. Überlegung gut, Ausführung dank des Verteidigers leider schlecht. Und das war sie, die erste Halbzeit. Der FC Barcelona, wir führen in unserem ersten Testspiel mit 1:0 dank dem genialen Leo Messi. Hier die anderen Spiele. Atletico führt 2-1 gegen Parma. Der FC Bayern 1:0 gegen Stade Rennes. Und Lazio 1:1 gegen Hull City. Verdienen. Wir sehen es. 5 Schüsse für uns. 2 aufs Tor. Okakachukwa. Jetzt raus. Sampdoria hatte keine einzige Chance. Und Messi, der geht schon wieder steil ab. Aber der war gut abgelaufen. Dann allerdings
gefährlich gemacht. Lorenzo Di Silvestri, Verteidiger, 26 Jahre alt. Neymar jetzt mit dem Einwurf auf Andres Iniesta. Busquets. Hacke Spitze 1, 2, 3. Roberto Messi. Schnell rüber. Das ist Dani Alves. Der Ball war eher so von der Kategorie Kindergarten spielen. Messi mit dem Foul. Ich habe da einen Ball gespielt gesehen. Aber okay, gibt die gelbe Karte. Schiedsrichter sieht das anders. Leo Messi, 50. Minute, der Torschütze. Was mir gerade so einfällt, wir haben ja im Pokal das Duell gegen Juventus Turin zweimal. Das könnte interessant werden. Da möchte Juve sicherlich die Rache für das Champions League Finale. Das wäre jetzt allerdings gut. Aqua. Immer noch Aqua in die Mitte gespielt. Roberto ist da. Das war mit der Hacke und das war Weltklasse gespielt. Sampdoria gleicht aus. Aber wie? Das war kaum zu verteidigen. Das war richtig stark gemacht. Besonders dieser letzte Pass natürlich. Der war überragend. Hier nochmal rübergesetzt. Da sieht Roberto nicht gut aus. Dann dieser Hackenpass und damit natürlich einfach. Das war super gespielt. Carlo Lulic, erstes Testspieltor auch für ihn. Der Ausgleich mit der ersten Chance. Dani Alves. Messi verliert den Ball. Kriegt den nicht. Und jetzt De Vitis, der Verteidiger. Lulic, Piqué geht daran, gibt Einwurf. Jetzt haben Doria. Muriel für Bergessio jetzt in der Partie. Und hier haben wir schon Muriel. Das ist Lulic, abgelegt. Das könnte doch mal gefährlich werden. Mascherano sieht nicht gut aus, jetzt macht das aber super. Jetzt die Kontoschance über Harry Kane. Wenn er jetzt passt. Messi. Messi, Leo. Messi. Messi muss nach innen ziehen. Messi, 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 Messi. Dieser Pass. Was war das für ein Pass, Leute? Was war das für ein Pass? Aqua. Lulic jetzt mit dem Ball geht nach vorne. Rizzo nach außen. Das ist Lulic. Lulic geht ganz einfach vorbei. Keine Abwehrchance da. Und das ist die Führung durch Samuel Eto'o. Der alte Mann. Man sieht es hier. Samuel Eto'o. Mit der Führung für Sampdoria. Ehemals FC Barcelona. Hat mit ihm zusammengespielt. Mit Leo Messi. Hier nochmal die Flanke, die viel zu lang wird. Und dann setzt sich einmal nicht durch. Ter Stegen sieht auch nicht gut aus. Kriegt die Arme zu spät hoch. Und Sampdoria führt. Muriel. Immer noch Muriel. Da geht keiner richtig ran. Piqué hätte da schon länger was klären müssen. Vielleicht ist es Zeit, einen neuen Akzent zu bringen. Oder auch zwei. Aqua. Das ist Lulic. Super, Harry Kane jetzt. Messi. Messi wartet. Wartet, aber wartet gut. Das ist Neymar. Flanke. Messi, komm nicht ran. Natürlich kommt Messi da nicht ran. Zu klein. Bei der nächsten Unterbrechung würde ich sagen, wechseln wir. Eto'o. Muriel. Sampdoria stark in Halbzeit 2. Das gibt Freistoß. Zeit für den Wechsel. Neymar möchte ich jetzt in die Mitte packen. Xavi wird auch. Wird Xavi kommen? Nein, Rakitic für Iniesta und Roberto raus. Da kommt Ilkay Gündogan. Offensiv muss was kommen. Jetzt der Wechsel. Der Dreierwechsel. Und wir gehen in die sehr offensive. Das war jetzt gut gespielt und das ist fast die 3-1-Führung. Ach, Busquets. Was wäre das für ein Pass? Muriel. Lulic.
Muriel. Lulic. Die spielen hier, was sie wollen, wie sie es wollen. Die Silvestri mit der Riesenchance zum 3-1. Unfassbar. Jordi Alba. Ivan Rakitic. Und Pedro. Neymar. Gündogan nimmt er mit. Das ist Dani Alves. Das ist nochmal Gündogan. Das ist Neymar. Das ist Rakitic. Fast mit der Schusschance. Eto. Unter Druck klärt den Ball erstmal. Einwurf für uns. Dann seine Begeisterung sehen wir hier. 30 Jahre alt. Stürmer von Genoa. Und dann Doria. Rakitic. Alba. Das ist Pedro. Pedro, super Flanke, Neymar! Dani Alves. Dani Alves, das ist Messi! Jetzt muss man schnell reagieren, Neymar! Gute Chance von Leo Messi an dieser Stelle. Neymars Chance dann eher schwieriger zu verwerten. Aber wir werden stärker wieder. Messbar. Zu viel Platz, zu viel Raum, da gibt keiner richtig rauf. Kommt. Totaler Angriff. Alles raufsetzen, was wir haben. Lulic. Die hat das nicht Zeit. Die wissen. Wir führen. Wir müssen nicht alles geben. Rakitic. Ball. Zu einfach zu durchschauen. Mit der Hacke. Rakitic rennt vorbei. Was ist denn das hier? Lulic, nach oben. Das ist Eto. Dani Alves. Messi. Messi. Kriegt auch nicht mehr den vollen Gang hin. Das ist Gündogan. Das war super gemacht. Das war fast. Fast hätte es eine gute Möglichkeit werden können. Aber nochmal Einwurf. Für Barça. Pedro. Jordi Alba. Rakitic jetzt. Da ist Neymar. Das ist nochmal Rakitic. Der Torschütze im Finale der Champions League zum 1:0. Piqué jetzt. Dani Alves. Gündogan. Mascherano. Rakitic. Pedro. Wieder super aufgepasst von De Silvestri. Das wird wohl ein Sieg für Sampdoria. Zweimal. Eigentlich dreimal nicht aufgepasst. Zweimal haben sie es eiskalt verwertet. Das Ding nochmal mit dem Abwurf. Das ist nochmal Gündogan. Oben wartet Messi. Neymar. Neymar. Mit der Hacke. Messi. Und nochmal Alba. Jordi Alba. Das ist Pedro. Pedro! Und Mascherano, warum schießt denn keiner? Warum schießt keiner? Die Chancen nochmal zum Ausgleich in der 90. Keiner hat reagiert. Sampdoria gewinnt 2-1 gegen uns. Und das nicht unbedingt verdient. Wir waren die bessere Mannschaft, hatten Leo Messi, der 8,0 hat. Überragend im Gegensatz zu allen anderen. Aber okay, Bayern gewinnt 3-0 gegen Stade Rennes, Atletico 3-2 gegen Parma und Lazio gewinnt doch noch 2-1 gegen Hull City. Schade, schade. Real Madrid hofft weiter, Agüero zu verpflichten. Die simulieren bis zum nächsten Spiel gegen Stade Rennes. Schauen mal, was es so für Wechsel gab. Keine weiteren neuen. Felipe wechselt, Callejon. Eine E-Mail haben wir noch. Roberto bedankt sich für die Chance. Gespielt zu haben, war nicht schlechter Spiel von ihm, muss man sagen. Aber an dieser Stelle war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's gegen den französischen Club Stade Rennes. Und, ach Gott, Stade Rennes. Gegen den FC Nantes natürlich. Stade Rennes war der Bayern-Gegner gerade. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ich freue mich drauf. Ciao.